So, meine Freunde, Uncut Video der Woche. Ich gebe euch wieder Updates, wie es gerade läuft und was ihr auch nächstes oder dieses Wochenende erwarten könnt. Ich schlafe jetzt schon seit 5 Nächten, fast eine ganze Woche hier. Mega, mega geil. Also zum Schlafen eignet es sich. Es ist noch nicht fertig, weil ich brauche Windschutz, wie ihr aus der letzten Folge wisst. Und ja, das Wetter. Wir haben 8.45 Uhr sowas jetzt. Ich bin gestern um 5 Uhr morgens aufgestanden, heute um 6, um das hier zu bauen. Und ich bin so fick und fertig. Das ist sowas von unglaublich. Ich habe ja aktuell einen Airbnb-Gast da. Sie hat eine Woche hier gebucht und wollte gestern eigentlich abreisen. Aber ihr gefällt es hier so geil, dass sie jetzt nochmal 5 Tage länger bleibt. Und vor allem, was ich hier gerade mache, findet sie mega geil. Also es ist eine Frau, die campt, die ist hier nach Portugal mit ihren Camping-Sachen gekommen. Was mich schon mal mega gefreut hat, weil dann weiß ich, dass es jemand, der Camping erfahren ist und ja, nicht so viel jammert, wenn man mal einfach nur eine Isomatte hat. Und ja, auch als kleiner Fun-Fact, sie fand die Komposttoilette merkwürdig und mir ist aufgefallen, sie ist noch kein einziges Mal dort aufs Klo gegangen. Also wie ich in einem Airbnb-Video vermutet habe, gibt schon einige, die ja, sowas eklig finden. Als ich nach Portugal gegangen bin, habe ich übrigens auch das allererste Mal eine Komposttoilette benutzt und ich fand es total eklig. Aber wirklich, ihr setzt euch auf eine Klobrille, genauso wie auf einer normalen Toilette. Und ja, das Einzige, was passiert, das plumpst nicht ins Wasser, die Kugel oder die Wurst oder die Schlange, sondern es plumpst ins Laub und danach macht man Laub drüber. Und ja, findet sie nicht so toll, aber da werde ich dann noch was Richtiges bauen. Ich denke, es muss einfach nur aussehen wie eine normale Toilette. Ich glaube, dann sind die meisten Gäste schon zufrieden. Und ja, zurzeit, ich kann wirklich nur 2-3 Stunden morgens arbeiten. Heute um 6 aufgewacht, dann gefrühstückt, bis ich dann wirklich angefangen habe zu arbeiten, war 7. Dann ist gerade die Sonne hochgegangen und ja, dann wurde schon so ein bisschen warm. Und seit einer guten Stunde, seit um 8, brutal. Also ohne Witz, ich halte es nicht aus. Und ja, und ich habe ein Trinkgefäß jetzt hier. Das seht ihr dann auch in dem Video. Das muss ich noch ordentlich machen. Oh, da ist eine Biene. Ich hoffe, die sucht sich hier kein Zuhause. Aber schaut euch an, was ich hier gebaut habe. Ohne Schraube, ohne gar nichts, einfach nur eine Steckverbindung. Und es ist so stabil, dass ich hier sogar drauf liegen könnte. Ist jetzt alles ein bisschen unbequem, aber das beweise ich euch im nächsten Video, dass ich hier liegen kann. Und ja, dann habe ich noch 4% Akku. Das ist ein Uncut-Video an all meine neuen Zuschauer. Ich bin Robin, habe mir 3 Hektar Land gekauft und an diesem einen Hektar, wo ich jetzt bin, arbeite ich gerade. Und jetzt weiß ich gar nicht, ob ich das jetzt hier in diesem Video schon gesagt habe, aber die letzten 3 Nächte war hier immer ein Wildschwein und es hat mich verrückt gemacht. Ich sag mal so, ich habe es am Anfang hinten in den Büschen gehört. Es ist da die ganze Zeit rumgestampft, bis ich dann irgendwann ein Schnaufen gehört habe. So ein richtiges. Und dann wusste ich, der ist schon hier an der Felsgrenze, da wo die Felsen anfangen. Und ja, ich hatte schon mal eine Wildschweinbegegnung, genau hier, da wo der Wald beginnt. Da habe ich Wildschweine nur gehört und eine ganze Gruppe, ein Rudel. Und ich habe gedacht, oh, ich will die jetzt mal sehen und bin dann in den Busch reingegangen. Und dann hat mich tatsächlich auch ein Wildschwein attackiert. Also nicht angegriffen, sondern so eine Warnung gegeben. Das machen Wildschweine zuerst. Die rennen auf einen zu, stoppen dann. Und wenn du dann nicht weggehst, dann rennen die nochmal auf einen zu, stoppen dann. Und wenn du dann nicht weggehst, dann kann sein, dass du ein großes Problem hast. Aber ich möchte jetzt mal gucken, weil das war teilweise so laut, das Schnaufen. Ich bin mir sicher, der muss hier gewesen sein. Und dieses Schnaufen meine ich, bitte alle Wildschweinexperten, alle Jäger, das interessiert mich hier alles echt extrem, weil meines Wissens essen Wildschweine nur Nüsse und Insekten, oder? Würmer. Weil wenn die in den Kompost von den Menschen gehen, dann holen die sich dort, glaube ich, nur die Würmer raus. Und wenn die in den Gärten von Menschen gehen, dann gehen die eigentlich nur, wenn Mais wächst, um an den Mais ranzukommen.
Und ja, deswegen dieses Schnaufen kommt, meine ich, weil die ja nicht atmen können, wenn die mit ihrer Schnauze den Boden anheben. Und ja, dann müssen die ja immer wieder Luft holen. Ja, da sieht man schon, ist das Gras platt gedrückt. Das ist übrigens meine Landesgrenze. Weil ich dieses Land hier ist zu verkaufen. Ich würde es übelst gerne kaufen. Aber ich weiß, dass hier jetzt immer Wildschweine sind und die gehen dann immer hier in den Garten. Hier ist mein Food Forest. Ich erwarte Überraschungen diesen Sommer. Ich erinnere mich an einen Kommentar, wo jemand gemeint hat, warte mal ab, bis die Wildschweine kommen. Das Ding ist, meine Art von Gärtnerei ist eigentlich wildschweinresistent, würde ich sagen, weil ich baue ja einen Food Forest und mir geht es wirklich eigentlich nur um die Bäume. Und so ein Wildschwein wird keine Bäume abreißen. Und auch kleiner Nebenfakt, die Schnecken haben mir fast alles aufgefressen und jetzt habe ich aufgegeben. Na, ich werde es nicht mehr versuchen, dieses Jahr die Jahrespflanzen zu machen, sondern wirklich nur noch die ganz einfachen Sachen, die nicht von Schnecken angegriffen werden. Das heißt Karotten, Kartoffeln und meine Bäume hauptsächlich. Und dann geht es diesen Winter wieder mit dem Gärtnern weiter. Ja, also das Wildschwein war auf jeden Fall hier. Das seht ihr auch am Samstag im Video. Ich habe das nachts alles mitgefilmt. Und dann erwarten mich jetzt spannende Zeiten. Zum einen die Woche Donnerstag übermorgen. Das wird jetzt komplett uncut. Jetzt setze ich mich gleich an den Computer, mache nochmal ein Frühstück und währenddessen lade ich das Video hoch. Also das ist schon fast wie ein Live. Das heißt, morgen auch für euch wird es hier 41 Grad. Gefühlt irgendwie 43, 44. Und das heißt, das wird ein anstrengender Tag, obwohl ich nur in der Hängematte liege. Ja. Von daher gucke ich, dass ich jetzt die Tage wahrscheinlich einfach nur irgendwie chill und meinem Airbnb-Gast so ein bisschen die Natur zeige. Übrigens, ich habe ihr 2 Touren gegeben. Meine Follower wissen das, ich bin ja auch Tourguide und will mir jetzt ein eigenes Unternehmen gründen. Und sie hat 2 Touren davon gemacht. Ich habe sie kostenlos angeboten und ich habe richtig geiles Trinkgeld bekommen. Von daher ist jetzt meine finanzielle Lage auch wieder viel, viel besser. Wie immer, mein ganzes Essen, meine privaten Einnahmen bezahle ich immer von meinem eigenen Geld. Beziehungsweise ihr habt mir jetzt die letzten Wochen extrem geholfen, diese 2 Monate, die ich jetzt wirklich gelitten habe, zu überbrücken. Also vielen Dank für die ganzen Spenden.